Alles klar bei euch? Hey Ben, erwartest du jetzt eine Antwort? Hey Christianko, alles klar bei dir? Also, heute gibt es mal wieder ein Video und zwar von zu Hause, weil... It's Corona-Time! Hey Ben, warum machst du denn keine Videos mehr? Luis, wer hat 5 Monate Pause gemacht? Oh, ihr habt gerade ein Video hochgeladen. Vor 2 Monaten? 2 Monate Pause? Du! Du bist so blöd! So blöd bist du! Ja, so kann ich arbeiten. Und damit herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich habe euch gefragt, was euch an Corona nervt und ihr habt mir da eure Kommentare geschickt und die werde ich heute mit euch beantworten. Ja, werde ich mich machen. Los geht's mit dem Kommentieren. Mit mir als Spezialgast. Ich war nicht billig. Du hast halt freiwillig mitgemacht und außerdem hast du um diese Zeit leider nicht viel zu tun. Stimmt. Na dann los. Also mich stört, dass ich meine Freunde nicht mehr sehen kann. Also ich kann meine auch nicht mehr sehen. Hast du überhaupt eine? Nächste Frage. Christianko, hast du nicht auch irgendwelche Antworten bekommen? Ich glaube schon. So, ich habe jetzt gerade die Belichtung ein bisschen erhöht. Und jetzt gibt's den nächsten Kommentar. Ich darf nicht zur Arbeit und Typ Munich fällt aus. Ey, Christianko, was sagst du zu diesem Kommentar? Das ist mir doch egal. Egal! Gut, Ben, dann fange ich mal mit der nächsten Frage an. Die Leute, die es nicht ernst nehmen. Was machst du da? Ich gehe heute mal aus. Bist du denn des Wahnsinns? Es ist Corona! Ja, ich bin wahnsinnig! Ich habe heute ein Date! Ich will meinen Freund sehen! Bist du denn des Wahnsinns? Christianko, alles klar bei euch da drüben? Ja, ja, alles Besten! Bleibt gesund! Liebe Grüße aus Mainz! Ich bin wieder da! Hansi! Mach doch wenigstens Corona-Song! Und nicht in den Ellenbogen. Für die Nuss. Everybody wash your hands and do the Corona Dance. Sneezing elbows on and off and sing the Corona Song. Hey Chris, willst du vielleicht eine Banane? Nee, danke. Alles klar. Hilfe, lass mich sofort los. Bananen haben auch Gefühle. Ah, ups. Entschuldigung. Leute, das war's jetzt mit dem Video. Wenn ihr mehr davon sehen wollt, dann gebt doch gerne einen Daumen nach oben und schreibt doch gerne mal, was für Videovorschläge ihr habt. Ja, an Christianko und Luis von Akte Sketch TV, dass ihr dabei gewesen seid, weil ich meine, ohne euch wäre es nicht ganz so witzig geworden. Und auch natürlich bei dir, Christianko, an deine ganzen Leute, die du um dich hattest, die mitgemacht haben. Ich möchte hier auch nochmal erwähnen, die Corona-Zeit, die wir jetzt gerade haben, ist nicht eine leichte Zeit. Deshalb sollte man vielleicht auch nicht immer so Witze drüber machen. Ich dachte mir aber, bevor ich im Boden versinke, bevor irgendwie, ich mache ja Unterhaltungsvideos, bevor das einfach nicht mehr geht, mache ich lieber ein Comedy-Video draus. Damit verarbeite ich einfach die Situation viel besser und ich hoffe, ihr versteht es auch und ich hoffe, ihr konntet einfach drüber lachen. Ja. Und übrigens, danke für eure Kommentare. Folgt mir auf Instagram. Hier ist eingeblendet. Und dann können wir vielleicht schauen, dass ihr in nächster Zeit dort einfach die Kommentare stellen könnt. Jo, und ja, das war's. Und dann wünsche ich euch was. Bis dann. Tschüss.